Schauen wir uns mal das erste Beispiel an. Das werden in den 90er Jahren, mutmaßlich ist 1991 in dem Marriott Hotel in Wien eine Abhörtechnik in drei Suiten eingebaut worden, sehr aufwendige Technologie. Der Hintergrund ist der, ist eine interessante Spekulation, weil Marriott ist eine amerikanische Hotelkette. Zweitens, direkt nebenan tagen die OPEC-Konferenzen in Wien. Und wenn man jetzt sich mal anschaut, wer in den 90er Jahren dort in den Suiten abgestiegen ist, es waren vorwiegend halt Leute, Repräsentanten aus den erdölproduzierenden Ländern. Und ich denke mal, da gibt es ganz viel Interessantes neben der Konferenz, außerhalb der Konferenz zu besprechen. Also auch solche Sachen, die vielleicht preisrelevant sind und dergleichen. Jedenfalls hat man dort in einer hinter Wandverkleidungen aus Gipskartonplatten. Die Gipskartonplatten, die sind aufgeschnitten worden. Man hat die Gipskartonplattenstücke herausgenommen, hat dahinter eine sehr komplizierte Abhörtechnik, sehr, sehr professionell. Also die, ich habe Originalfotos davon gesehen, die man mir leider nicht aushängen konnte bei einer staatlichen Stelle in Österreich. Aber man konnte erkennen, nach welchem Prinzip das gearbeitet hat. Das war ferngesteuert, man hat das Ganze mit Langwellenübertragung gemacht, das heißt, die Information wurde auf dem Stromnetz transportiert, aber verschlüsselt. Und man konnte das Ganze von außen ein- und ausschalten, dann wann immer der Angreifer oder die Angreifer das wollten. Das Ganze war also in drei Suiten, und zwar jeweils im Sitzecken, Sitzgruppenbereich, dort, wo man sich halt vielleicht am ersten Mal zusammengesessen hätte, um da vertrauliche Dinge zu besprechen. Man hat das Ganze 1997 per Zufall entdeckt bei Renovierungsarbeiten, und da haben also Handwerker die Wände teilweise versetzt und haben da Wände aufgemacht, und da kam dieses ganze Zeug da zum Vorschein, und daraufhin schlugen natürlich alle Alarmglocken an, und man hat dann in weiteren Räumen und weiteren Suiten vor allen Dingen auch das mal routinemäßig die Wände dort rausgenommen und hat dort noch weitere Überwachungseinrichtungen gefunden. Also war hochprofessionell gemacht, man ordnet dem Nachrichtendiensten das Ganze zu, und gut, das Ganze ist eine politische Frage mit dem Erdölpreis und Marriott amerikanische Hotelkette und OPEC und so. Also es gibt viele Mutmaßungen, also in Richtung, dass der amerikanische Nachrichtendienste wohl ihren Finger ins Spiel hatte. Stellt sich die Frage, wie kann so etwas sein, ohne dass der Betreiber des Hotels möglicherweise überhaupt etwas weiß davon? Ist gar nicht schwierig. Ich brauche nur außen an meine Tür mein Please Do Not Disturb Schild hängen. Ja, dann da lässt sich tagelang kein Personal blicken. Ja, ist überhaupt kein Thema. Und ich habe neben meinem Reisekoffer habe ich einen zweiten mit Maler- und Putzerwerkzeug und Tapezierwerkzeug. Nach 2-3 Tagen ist die Wand wieder zu, und zwar genauso, wie es im Original gewesen ist. Also das ist überhaupt kein Thema. Ja, wenn jemand die Zeit zur Verfügung hat, kann er ganz tief in der Bausubstanz Veränderungen vornehmen. Und wie gesagt, da kann man keinem Hotelbetreiber einen Vorwurf machen. Wir müssen nur, oder die Leute, für die sie vielleicht arbeiten, oder die Firmen, für die sie vielleicht arbeiten, wo dort auch die Geschäftsleitung, das Top-Management oder falls sie von irgendeiner Behörde kommen. Man muss sich einfach im Klaren sein, dass es so etwas gibt. Ich habe diesen Fall schon mal bei einer anderen Veranstaltung, da waren sehr viele Behördenvertreter dabei, geschildert. Und da habe ich gesagt, das kann eigentlich in vielen Ländern passieren, vor allen Dingen in der osteuropäischen Hemisphäre, auch in Fernost durchaus. Und es gibt eine ganze Reihe von Bananenrepubliken, wo man standardmäßig damit rechnen muss, dass die Hotelzimmer verwanzt sind oder videoüberwacht sind. Und da meldete sich ein Herr unter den Teilnehmern, von dem ich wusste, dass er beim militärischen oder vom militärischen Nachrichtendienst kommt. Da sagte Herr Fink, warum bezeichnen Sie die Bundesrepublik Deutschland als Bananenrepublik? Und diese Bemerkung ganz tiefsinnig, weil er wusste sehr genau, dass das in Deutschland nicht anders ist. Ja, und nicht nur in irgendwo Timbuktu oder keine Ahnung. Ja. Also selbst bei uns hier in Deutschland müssen wir uns im Klaren sein, dass das durchaus sein kann und dass ausländische Nachrichtendienste oder möglicherweise andere Bedarfsträger, vielleicht auch inländische, da entsprechende Aktivitäten entfalten. Ja, ich habe ganz interessant, ich habe nach dem nochmal ganz aktuell jetzt für die heutige Veranstaltung eine Internetrecherche gemacht zu dem Thema Marriott Hotel Wien. Ich habe das gesamte Web durchforstet, einschließlich den Cache von Google und weiß nicht wo überall. Es ist komplett bereinigt worden. Ich weiß nicht, wer die Anstrengung unternommen hat. Ich weiß, es waren viele Artikel
hinterlegt. Und es haben auch die österreichischen Medien umfangreich berichtet damals. Und man findet heute außer diesen einen Beitrag von der Berliner Zeitung keine weiteren Quellen mehr im Internet über diesen Zwischenfall. So, als ob es den niemals gegeben hätte. Ich habe zum Glück die Printouts oder die Kopien oder die Originale teilweise von österreichischen Tages- und Wochenmagazinen, Zeitschriften, wo man das alles wunderschön nachlesen kann. Also ich stelle mir nur die Frage, wer hat sich die Mühe gemacht, im Web an markanten Stellen, Zeitungsarchiven und dergleichen, vielleicht Druck auszuüben, dass dieser Fall aus der Geschichtsschreibung verschwindet. Ja? Also da gibt es manchmal Dinge zwischen Himmel und Erde, über die wir nachdenken sollten. So, wir sind noch kurz bei diesem Fall Marriott Hotel in Wien. Wir sehen hier ein paar Abbildungen, die habe ich ganz aktuell, wir haben gerade auch mal von der Webseite von Marriott freundlicherweise ausgeborgt. Rechts oben ist eine der Suiten nach dem Umbau. Also 1997 ist umgebaut worden. Ich nehme an, nach fast 10 Jahren mittlerweile inzwischen schon wieder ein weiteres Mal. So schaut es heute aus. Damals, als es passierte, schaute es etwas anders aus, aber in ähnlichen Räumlichkeiten ist es gewesen. Ja. Kommt es mit? Nee, kommt nicht mit Ihrem Zimmer hin, oder? Ist kleiner eher, oder? Okay. Ja, also deswegen. Einmal natürlich die großen Hotelketten, die besten Zimmer dort, die Suiten dort, ist kein Thema. Aber jetzt sagen Sie, okay, ja, betrifft uns das hier? Naja, vielleicht nicht wirklich, aber könnte schon sein. Weil wenn man aus irgendwelchen Gründen, ja, wir haben vorhin was über Vorratsdatenspeicherung gehört und dann gibt es Schleppnetzfahndung und weiß nicht was alles. Also man muss ja heute nur nicht wirklich ein böser Mensch sein, um in irgendwelche Fänge irrtümlicherweise hinein zu geraten. Das geht schneller, als man denkt, und füllt da irgendwelche Akten, ohne dass wirkliche Gründe dafür vorliegen. Ja, dann kann das natürlich schon sein, dass irgendeine Überwachung sich auch mal bis in die Hotels hineinzieht. Ja, also letztendlich standardmäßig würde ich mal sagen, schon die großen Hotels bevorzugt gefährdet und die großen Ketten. Und ja, in Einzelfällen oder im kleineren Maße sicherlich auch selektiv woanders. Ja, also in kleineren Hotels oder wo auch immer jemand dann vielleicht, der sowieso unter Überwachung steht, absteigt. Schauen wir uns mal das Fallbeispiel, was ich hier rausgesucht habe, aus der Geschichte der ehemaligen DDR an. Da gibt es ja das sogenannte Stasi-Hotel, wie es in den Medien genannt wurde, das Neptun-Hotel in Warnemünde. Dort hat man über viele Jahre, über sehr viele Jahre hinweg, es kann niemand genau sagen, jedenfalls bis zur Wende, die Hotelzimmer überwacht. Die sind Audio überwacht worden, die sind teilweise aber auch Video überwacht worden. Da gibt es auch heute noch ja, die Asservaten oder die technischen Mittel, mit denen das gemacht wird, kann man heute auch noch nach oder anschauen. Da gibt es einen Sammler, den Herrn Freisleben, der Stasi-Technologie sammelt, so sein Privatmuseum hat. Und man hat dort zum Beispiel Wände angebohrt und mit mikroskopisch kleinen Linsen im Prinzip in den Raum hineingeschaut und den Video überwacht mit Technik, wo ich sage, ich habe hier einiges mitgebracht, ich hoffe, dass wir das Videosignal bis zum Ende des Vortrags dann auf den Beamer bekommen, mit 0,5 mm Objektiv, das hatten die vor 20 Jahren schon. Ja, also das ist nichts Spektakuläres eigentlich, was wir heute machen, weil die Nachrichtendienste damals schon so weit waren. Ich zeige es gleich im Foto. Und in den Neptun-Hotel in Warnemünde, da sind halt sehr viele Wirtschaftsbosse Verkehr, da sind viele Westpolitiker auch Verkehr, da hat unter anderem der Uwe Barschel einen Geburtstag gefeiert, wo man sich fragte, okay, wieso hat er sich diese Location ausgesucht? Also schon merkwürdig, aber man sieht, was da so viele Leute verkehrt sind. Das sind auch jetzt im Jahr 2006 verschiedene Filmbeiträge gelaufen. Der letzte, der war jetzt erst wieder im Dezember. Kurz vor die Feiertage gab es nochmal Beiträge, und wo man das Ganze einfach nochmal aufgerollt hat. Und man hat also da alte Akten durchforstet und frühe ehemalige Mitarbeiter halt interviewt, und wo man sieht, wie das Ganze gemacht wurde. Also war eine systematische Überwachung, mutmaßlich sogar des gesamten Hotels. Ja, viele vom Personal bestreiten das, sagen, da haben wir nichts von mitgekriegt, aber okay, das war ja allgemein so, hat immer keiner was mitgekriegt.
Ja, so schaut es heute dort aus, auch wiederum in den Suiten, in einem besseren Zimmer. Also es ist heute auch ein Fünf-Sterne-Hotel. Und rechts oben in dem Bild sehen wir so eine Original-Stasi-Technik, die übrigens auch exakt dort in diesem Neptun-Hotel in Warnemünde eingesetzt wurde. Das ist also ja, kann man sich vorstellen, wie so ein medizinisches Gerät, wie so ein Endoskop, mit langes Rohr durch die Wand gebohrt, am Ende eine kleine Öffnung, winzig kleine Öffnung, mit irgendwo einem halben Millimeter, Millimeter, wo man den Raum also zum Beispiel visuell überwacht hat. Und das saß halt irgendjemand und hat geguckt. Ja, wenn es denn Spaß macht. Okay. Offenbar hat es sich aber damals gelohnt. Sonst hätte man diesen Aufwand nicht betrieben. Ja, kommen wir nochmal zurück zu der ganzen technischen Seite. Mit welchen Methoden wird die Zimmerüberwachung heute gemacht? Ich habe vorhin schon mal erwähnt, die Geschichte mit dem Festnetz, dass also teilweise Mobilfunk nicht funktioniert. Wir haben also festgestellt, auch bei eigenen Untersuchungen, dass mitunter auch in Hotels Störsender eingesetzt werden. Störsender, die ganz einfach den Mobilfunk platt machen, sodass man dort kein Handy benutzen kann und gezwungen wird, wenn man kommunizieren möchte, nach außen die zur Verfügung gestellte Infrastruktur des Hauses einfach benutzt. Und das kann mehrere Gründe haben. Einmal natürlich, damit denen der Umsatz nicht verloren geht, ja, weil übers Festnetz im Hotel telefonieren ist richtig teuer. Und zum anderen, weil dort halt einfach dann eine uneingeschränkte Überwachungsmöglichkeit besteht. Der Angriff kann überall sein, der kann vom Endgerät passieren. Auch da habe ich ein paar Beispiele dabei, die ich hoffe, ich dann nachher mit meiner Kamera auch noch zeigen kann. Und es kann in der Anschlussdose sein, das kann aber auch im Verteiler sein, also praktisch an jedem beliebigen Ort. Dann kann man es im Prinzip mit den ganz normalen, was man im Volksmund Wanzen nennt, zu tun haben. Sprich, es ist irgendein Gegenstand präpariert oder es ist irgendwo was dran gebaut. Es kann aber auch völlig anders ausschauen, als Sie sich das in Ihrer Fantasie vorstellen. Und auch da würde ich nachher, wenn es irgendwie geht, das Ganze mal kurz zeigen. Es gibt präparierte Geräte, vor allem auch gerade für den Bereich Videoüberwachung. Es gibt da spezielle Fachhändler, die für Behörden, für Regierungen, für Nachrichtendienste, also die Technologien liefern. Die Sachen kann man so nicht auf dem freien Markt kaufen und die finden Sie auch so nicht direkt im Spy-Shop oder Webshop. Aber wenn man ein bisschen recherchiert, wird man da fündig. Und da gibt es also, was gerne gemacht werden, das sind präparierte Fernseher. Das heißt, die ganz normal in den Hotels üblichen Fernseher, die werden ausgetauscht gegen präparierte Exemplare. Entweder solange man noch Zeit hat, bis der von Einchecken des Gastes, bis der Gast also das Zimmer betritt. Das sind ein paar Minuten, Fernseher ist sehr schnell ausgetauscht. Das können aber auch unter Umständen die Rauchmelder zum Beispiel sein, die das vielleicht sogar in bestimmten Räumen die Rauchmelder standardmäßig mit einer Videoüberwachung, vielleicht Audio- und Videoüberwachung. Das sind Standardprodukte, die man im Fachhandel überall bekommt und dass die Räume eben damit ausgestattet sind. Hier habe ich mal jetzt ein paar Beispiele zum Thema Telefonüberwachung, fällt mir da was ein. Das sind jetzt Aufnahmen, die habe ich hier in einem Berliner Hotel, in einem sehr, sehr, sehr bekannten und sehr teuren Berliner Hotel gemacht. Bis jetzt ein paar Jahre, vielleicht 2, 3 Jahre ungefähr her. Und da konnte man von einem Gang aus, wo ganz normal die Gäste sich bewegten, in den Seitengang gelangen, der nicht verschlossen war. Und dort waren diese Blechschränke an der Wand, die waren nur mit so einem Vierkant gesichert. Und da lief die gesamte Telekommunikationsverteiler von der ganzen Etage darüber. Also so viel einfach zu dem Thema. Also jetzt bei mir und meinen Leuten, wir haben also diesen Vierkantschlüssel immer am Mann. Ja, und also den gibt es auch in dreikantiger Ausführung und noch so ein paar spezielle Sachen. Also muss man einfach immer dabei haben, sowas Standardwerkzeug. Und man muss mal reingucken und es ist ja alles interessant, wie die das so gelöst haben. Ja, also das hat natürlich mit Sicherheit überhaupt nichts zu tun. Ja. Und das eröffnet nicht nur staatlichen Stellen, sondern auch unter Umständen auch privaten Informationsbeschaffern sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, oder aber es ist in der Endgerätedose. Dieses Teil habe ich hier live dabei. Auch das würde ich dann gerne nochmal mit der Kamera zeigen, wenn wir es denn. Also halten Sie mir die Daumen, dass wir noch mein Videosignal da hoch auf den Beamer kriegen. Ja, also das ist eine Western-Anschlussdose, also eine RJ45, ungeschirmt, das heißt also für Netzwerk nicht tauglich, aber wohl für ISDN oder für normale analoge Telefonie. Und was ist das Besondere daran? Erstmal gar nichts, ne? Aber. Es sei denn, auch rechts auf dem Röntgenbild, das kann auch schon mal so aussehen, das Röntgenbild. Und wenn dem so ist, dann haben wir da drin Abhörtechnik.
Ja, Röntgen spielt übrigens in der Abwehr, in der technischen Spionageabwehr die zentrale Rolle, weil es das einzige Prüfverfahren ist, das eigentlich eine hundertprozentige Garantie gibt. Und deswegen werden also alle Dinge, die irgendwie von Belang sein könnten, einer Röntgenüberprüfung unterzogen. Oder aber am Beispiel Telefonhörer. Das war wenn ich mich recht erinnere, ein Panasonic-Hörer. Vielleicht bei uns nicht so verbreitet. Ich weiß aber, es gibt im Internet Firmen, Händler, die da kann man praktisch einfach das Modell und die Farbe angeben und bekommt den Hörer als Ersatzteil. Und da ist dann die komplette Abhörtechnik im Hörer drin. Wir haben am Hörer so einen kleinen RJ11-Stecker. Den hat also das Reinigungspersonal in 5 Sekunden ausgetauscht bei Bedarf oder wer auch immer da Zugang hat. Ja, also es ist raffinierte Technik und das Ganze steckerfertig heutzutage. Also sowas ist keine nachrichtendienstliche Technologie, sowas wird frei verkauft inzwischen. Ja, oder aber solche Technik, das ist auch was ganz Interessantes, das ist ein Glasfasermikrofon, nur wenige Zentimeter groß, ein Plastikröhrchen mit dünnen Glasfasern angeschlossen und wird also praktisch unter der Tapete oder unter der Teppichbodenleiste oder also an solchen Stellen verlegt und wird in solchen Bereichen, wo wir es mit professionellen Angreifern zu tun haben, verwendet. Also vor allen Dingen in Botschaften ist sowas ein Thema. Die Angreifer greifen auf so etwas dann zurück, wenn mit Abwehr, mit Gegenmaßnahmen verstärkt gerechnet werden muss. Also wo man professionell unter Umständen die Räume überprüft, sweept, wie wir sagen, und dort dann also ein hohes Entdeckungsrisiko gegebenenfalls vorhanden ist. Bei diesen Glasfaser hat der Angreifer den Vorteil, dass das Entdeckungsrisiko relativ gering ist, weil es gibt keine verwertbaren Messwerte, weil die konventionellen Messgeräte, die eingesetzt werden, die schlagen darauf einfach nicht an, die reagieren nicht auf dieses bisschen Plastik. Ja, also alle konventionellen Mess- und Prüfverfahren versagen da eigentlich. Und da bleiben nur noch 2, 3 physikalische Ansätze, um so etwas nachweisen zu können. Ja, jetzt komme ich nochmal auf diese Geschichte mit dem Fernseher zu sprechen. Die finde ich so interessant, weil ich habe den in einem Behördenlieferantenkatalog gesehen. Hier ist eine amerikanische Firma, das gibt aber in allen Ländern, haben die, auch Deutschland gibt es 2, 3 große Behördenlieferanten. Hier habe ich immer einfach willkürlich eine amerikanische Firma rausgesucht. Und dann möchte ich gerade mal den Katalog habe ich mal dabei. Muss ich nur schauen. Ja, genau. Den habe ich hier mal als PDF-Dokument. Den Katalog, der hat also 120 Seiten. Ich will nur mal kurz mal hier so drüber scrollen. Ja, das haben Sie schon gesehen. Das sind übrigens keine, das ist also kein Shop für Dienstbekleidung von Behörden, sondern es ist alles Angriffs- und Überwachungstechnik. Das heißt also, wo die Videoüberwachung, Audioüberwachung in zahlreichen Gegenständen einfach dessen hier eine Brosche oder in der Sonnenbrille ja, oder Brillenetui hier als Knopf getarnt, eine Kamera. Ja. Das sind also Sachen, die man ganz normal für Überwachungszwecken hier als Pager kaufen kann, ist nicht frei verkäuflich. Oder so eine Krawatte, Krawattenkamera, so eine habe ich übrigens dabei hier. Es ist unglaublich, was man damit an Qualität rausholt. Das sollte man diesen kleinen Dingern gar nicht zutrauen. Wird entweder dann am Körper aufgezeichnet oder aber es wird vielleicht auch per Funk übertragen. Ja? Also nur um Ihnen hier mal so eine kleine Inspiration zu geben. Das sind also ganz normale Sachen, die also quasi, da ist unser Fernseher wieder. Ja, da gibt es verschiedene Ausführungen. Klar, muss es ja geben. Ja, in der Lautsprecherbox auch eine nette Variante. Ne? Und so weiter und so weiter. Also, wie gesagt, Ihre Fantasie wird nicht ausreichen, um nachzuvollziehen, wie viele Möglichkeiten das da gibt. Vorhin habe ich über einen Rauchmelder gesprochen. Hier habe ich mal sowas links wieder im Röntgenbild. Das sind Standardprodukte, die kosten heute beim Elektronikfachhandel
100 Euro, 150 Euro oder so diese Preisklasse. Rechts sehen wir übrigens ein Wärmebild, also mit Infrarottomographie aufgenommen. Videokameras haben die dankbare Eigenschaft, also für uns in der Abwehr, wo ich eigentlich zu Hause bin, dass die doch ein gewisses Maß an Wärme entwickeln, die wir also sehr, sehr schön mit Infrarottomographie darstellen können. Deswegen wird diese Technik auch in der Abwehr gerne mit eingesetzt. Kommen wir mal zu der Frage, was kann man denn überhaupt dagegen tun? Weil wir wollen uns schützen, Sie wollen sich vielleicht schützen, Sie müssen vielleicht Ihre Vorgesetzten, Chefs, wen auch immer, der vielleicht mit der Thematik erhöhtes Überwachungsrisiko in den Hotels in Berührung kommt, vielleicht auch ein paar gute Ratschläge dazu geben können. Also im organisatorischen Bereich werden schon meistens die größten Fehler gemacht. Einmal, da wird mit dem prominenten Namen Unternehmen, das im DAX 30 notiert ist, will für den Vorstand im Luxushotel XY die Suite buchen. Geht gar nicht. Absolut no go. Also da muss man schon ein bisschen in die Trickkiste greifen, es sei denn, sich hinterher nicht wundern, wenn was passiert. Kann man natürlich auch. Ja, also über Pseudonyme, nicht über einen Klarnamen. Der Name vom Vorstand ist natürlich auch bekannt, weil jeden Tag in den Medien. Also dann nimmt man halt Müller, Meier, Schulze oder so und nicht, was weiß ich, Ackermann oder ähnlich bekannte Namen. So, und das heißt, damit kann man schon viel wettmachen und auch den Bezug zum Unternehmen nicht unbedingt herstellen. Einfach sich ein bisschen konspirativ verhalten. Die Nachrichtendienste tun das auch. Warum soll man nicht eine Chancengleichheit herstellen und sagen, gleiches Recht für alle, oder? Ist ja auch nichts Illegales, oder? Es gibt natürlich Unternehmen, die haben ein sogenanntes Legalitätsprinzip. Die schreiben natürlich immer alles, muss nicht 100, sondern 150% korrekt sein. Ja. Die haben natürlich dann auch das Problem, die stolpern über ihre eigenen Regeln drüber. Ja, das ist, wenn sie hyperkorrekt sind, dann haben sie immer Nachteil. Nachteil, weil die Angreifer sind nicht so hyperkorrekt. Höchstens in der Wahl ihrer Angriffsmethode. Wer häufig an dem gleichen Ort in der gleichen Stadt ist, der sollte dort auch kein Stammhotel haben, sondern das durchaus immer wieder auch mal wechseln und vor allen Dingen auch nach einem nicht nachvollziehbaren Schema. Das erschwert auch jede Überwachung. Da kann man also solche professionelle Informationsbeschaffer auch zur Verzweiflung bringen. Es ist da durchaus auch ratsam, vielleicht mal ein bisschen auswärts zu gehen, auf kleinere Häuser auszuweichen, auf Pensionen und dergleichen auszuweichen, eher als ständig immer in die großen internationalen Hotelketten zu gehen. So, was können wir in technischer Hinsicht machen? Einmal da, wo es vielleicht um ganze Delegationen geht. Also sprich, man hat es zum Beispiel, wenn Firmen über längere Zeit gerade im Ausland wegen irgendwelcher Projekte große Anzahl von Mitarbeitern, vielleicht auch Führungskräfte unterbringen, wird auch schon mal ein ganzer Hotelflügel angemietet. Und dass man den dann zum Beispiel abriegelt und dann auch überprüft. Ja, ich kenne es auch aus unserer Arbeit, dass wir also auch immer jedes Jahr immer wieder mal Hotels oder Hotelzimmer haben oder Konferenzräume in Hotels, die überprüft werden auf illegale Technologien oder auf Gefahren, Risiken möglicher Informationsabflüsse. Und das ist schon eine adäquate Methode, allerdings sehr aufwendig und sehr teuer. Man muss sich dann im Einzelfall überlegen, ob sich das lohnt. Um wen geht's? Um was geht es? Ja, aber wenn irgendwo über eine feindliche Übernahme diskutiert wird im Milliardenbereich oder so, dann lohnt sich sicherlich der Aufwand schon. Wo man Sachen nicht überprüfen kann, aber weil vielleicht nicht genügend Zeit bleibt oder weil man es technisch nicht auf die Reihe bekommt oder keine Fachleute zur Hand hat, die das machen können, ist die andere Empfehlung, rausschmeißen mit dem Zeug. Raus mit dem Fernseher, raus mit dem Video, Rekorder oder Radiowecker oder was eingebaut ist. Ja, einfach raus mit dem Zeug. Telefon abstecken, raus damit. Ja, das kann schon keinen Schaden mehr anrichten. Ja. Und andere Bereiche, die kann man unter Umständen mit einfachen Hilfsmitteln überprüfen. Es gibt Verrauschungsanlagen, die kann man einsetzen. Da wird also praktisch der ganze Raum mit einem sehr lauten, sogenannten weißen Rauschen beaufschlagt. Das heißt, wenn man in den Raum reinkommt, da geht man gleich wieder rückwärts raus. Also es ist sehr, sehr lautes Schallpegel, Schalldruck von irgendwo 120 Dezibel, also da fliegen einem die Ohren weg. Ja, und es ist ein weißes Rauschen, also ein Zufallsrauschen, das überlagert die menschliche Stimme und wenn da jemand in den Raum reinkommt, der hört das nicht mehr. Es sei denn, man setzt sich mit an den Tisch und dort haben die Leute Headsets auf, wo der
wo die Sprache oder praktisch das Störgeräusch 180 Grad phasenverschoben wieder mit reingemischt wird und damit elektronisch eliminiert. Ja, das ist also ein interessantes Verfahren, wo man zur Geräuschdämmung eigentlich einsetzt, zum Beispiel in der Fliegerei verwendet wird. Und das kann man also hier auch nutzen. Die Leute, die am Tisch sitzen, haben Headset auf und können sich in Ruhe unterhalten. Und wer sonst im Raum ist, könnte allenfalls noch von Lippen ablesen. Das ist die einzige Methode, die dann noch funktioniert, irgendwas mitzubekommen. Ja, es gibt auch HF-Schirmungen, da zeige ich gleich nochmal was. Hier habe ich mal so ein Beispiel Klimaanlage. Große Hotels sind heute klimatisiert. Ja, da fällt mir allerlei ein, ne, zu diesen Lüftungsschlitzen. Da, wenn eine Kamera hinter ist, die sind meistens an solchen Stellen in der Decke oder an der Wand über einen Flureingangsbereich, wo man alles im Hotel wunderbar mitbekommen würde. Macht schon mal Sinn, da reinzugucken. Es gibt auch ganz viel verborgene Infrastruktur. Und das ist auch nicht die Frage, ob man da jetzt paranoid ist oder nicht. Wir sagen immer scherzhaft, das ist eher die Frage, sind wir paranoid genug? Ja, ja, also... Na, wenn Sie mal in den Schränken und so, machen Sie sich mal die Mühe, wenn Sie irgendwo in so einem Zimmer sind, heben Sie mal, drücken Sie mal gegen die Decke oder gegen die Platten oder so, da hebt sich immer irgendwo was auf, da gehen Klappen auf und dann plötzlich ist da hinter Infrastruktur ohne Ende und Verkabelung und weiß nicht was alles. Schon ganz interessant, da mal reinzugucken. Hier diese Verrauschungsanlage, von der ich gerade gesprochen habe, mit Headsets wird er angeschlossen, sehr kräftiger Lautsprecher, der also an Höllenlärm verbreitet und die Leute, die diese Aktiv-Headsets aufhaben, können sich also in Ruhe unterhalten. Und das ist jetzt für die ganz schlimmen Fälle. Ist ein militärisches Produkt. Das ist ein Faradayscher Käfig, also sprich, der keine Funkwellen durchlässt. Ja, also wenn jetzt jemand eine Wanze am Körper hätte, ich hoffe, dass es da nicht juckt oder so. Aber also und man würde irgendeinen Sender bei sich tragen, der würde seine Funkwellen nicht nach außen übertragen können, ja. Wird gemacht, also auch gerade, wie gesagt, im militärischen Bereich, wenn die Hotels anmieten, haben die so ein mobiles Zelt dabei und dann wird alles beiseite geräumt, dann wird das mal ein Zelt da drin aufgestellt. Ja, also es ist richtig schick. Ja, das geht ringsum. Also der Boden ist auch mit so einer Plane und so, das ist alles hochfrequenzdicht. Und ja, das ist dann gemütlich angeblich. Ja, Telekommunikationseinrichtungen sind ein Problem. Also grundsätzlich raten wir davon ab, die zu benutzen, weil die sind nicht wirklich prüfbar. Es gibt die tollsten Messgeräte und wir benutzen die auch, aber was soll ich in der fremden Infrastruktur messen? Ich kann die nicht dauerhaft kontrollieren. Und wenn Sie sich an das Bild mit dem Verteiler, den man mit einem Vierkant aufmachen kann, ja, was bringt das? Da kann ich prüfen und 5 Minuten später, was ist dann? Oder am nächsten Tag? Ja, also deswegen, entweder man verschlüsselt am Endgerät, das mag sein, aber ansonsten kann ich das Ganze nicht unter Kontrolle bekommen, also nicht wirklich sicher machen. Und Verschlüsselung ist da eigentlich bei allen Kommunikationswegen das A und O. Was man natürlich auch noch machen kann, wenn das Handy nicht geht und man möchte es festsetzen, nicht benutzen, ja, okay, die gute alte Telefonzelle, aber bitteschön nicht den Fernsprecher da, dem Öffentlichen im Hotel. Ja, und dann würde ich auch nicht den nächstgelegen nehmen. Ja, so schlau sind die Dienste nämlich auch. Ja, hier so ein Beispiel. Das ist eine ganz geschickte Lösung, die weltweit überall funktioniert. Auch in den Ländern, wo es verboten ist. Das gibt es ja, glaube ich, auch. Ne? Verschlüsselungsverbote. Frankreich, China, Russland. Habe ich was vergessen? Das sind, glaube ich, die sich da am meisten hervortun. USA ist auch so ein Problem. Da sind nur Schlüssellängen erlaubt, die Jungs dort auch knacken können oder zumindest bequem knacken können. Das ist ein Gerät, was in der Hörerschnur eingeschleift wird. Da habe ich es praktisch immer mit einer ganz normalen analogen Audioverbindung zu tun und die funktioniert immer, aber Vorsicht. Am besten, Sie bringen Ihren eigenen Telefonhörer mit, ne? Wenn Sie sich an das Röntgenbild von vorhin erinnern. Ja, weil sonst ja, auf der Hörerseite sind wir halt immer Klartext. Ne? Ja. Wenn die keine Möglichkeit besteht oder aber vielleicht auch verboten ist, weiß ich also bei verschiedenen Firmen, die zum Beispiel Verträge mit der Heimat abstimmen und dergleichen, da werden dann auch schon mal
verschiedene Kommunikationswege parallel benutzt. Also beispielsweise, mal sagen wir mal, hat einen langen Vertrag, der ist, kann Dutzende, Hunderte Seiten lang sein, komplexes Werk, und das ist ein Lückentext. Die entscheidenden Faktoren wie der Preis oder bestimmte Bedingungen, Rahmenbedingungen oder so, die werden einfach übersprungen, ausgelassen, und diese Kerninformationen werden wiederum auf ganz andere Wege übermittelt. Ja, da kann jetzt einer das gesamte Vertragswerk sich vielleicht irgendwo abfangen, digital oder Fax oder was auch immer, kann damit nichts anfangen, weil die Schlüsselinformation fehlt. Ja, die ist auf einem anderen Weg kommuniziert worden. Ist auch eine Möglichkeit. Es wird auch generell die Empfehlung gegeben, dass man zum Beispiel nicht alles im Klartext benennt. Man spricht viel zu offen darüber. Ja. Früher, ich weiß noch, als man anfing und hat die Telefonzellen nur so offen gebaut, haben sich alle gewundert, sag, ja, muss das jetzt sein, da kann man ja gar nicht mehr in Ruhe in der Telefonzelle telefonieren. Heute stehen die Leute mit ihrem Mobiltelefon in öffentlichen Bereichen, in der Straßenbahn, am Bahnhof, weiß der Kuckuck, und besprechen hier Vertragskonditionen oder Verhandlungsstrategien, und da laufen die Leute vorbei. Ich verstehe das alles überhaupt nicht. Ja, wie fahrlässig man heute da mit Informationen umgeht. Und das kann es natürlich alles nicht sein. Und dann auch noch alles im Klartext und jeden beim Namen benennen und jeden Sachverhalt präzise schildern. Man kann die Sachen auch verklausulieren. Mein Gesprächsteilnehmer gegenüber, der weiß doch, wovon ich rede. Es sollte zumindest so sein. Manchmal ist es ja nicht. Ja, also jedenfalls, da muss ich nicht immer den Namen noch ausdrücklich nochmal betonen, damit jeder Passant, der gerade vorbeiläuft, das auch mitbekommt. Ja. Also da muss man manchmal einfach nachdenken, ob da die Kommunikationsgewohnheiten die richtigen sind. Bei den Faxen, da gibt es einen alten Trick. Die Faxe können also automatisch ausgewertet werden, wenn Sie jetzt einen normalen Text haben, der gedruckt ist, durch OCR-Software, anders wird das auch nicht gemacht, werden die automatisch eingelesen und dann wieder weiterverarbeitet. Alter Trick ist bei Faxinformationen, weißes Blatt Papier, diagonal von Hand draufgeschrieben. Da scheitert jedes OCR dran. Ja, oder aber bei den Mails, für Mailverschlüsselung muss ich Ihnen auch nichts sagen, da gibt es sicher noch bessere Veranstaltungen als hier mein Vortrag. Was ganz anderes, worauf ich eigentlich hinaus wollte, durch die Problematik, dass es in manchen Ländern schlichtweg halt einfach verboten ist, und das dürfte sich dann wohl auch auf die Mails erstrecken, vielleicht auch den Aspekt Steganographie an der Stelle zu überdenken. Ich denke, Steganographie müsste auch, zumindest sollte man das Ganze mit Juristen mal diskutieren. Kann man Juristen hier im Saal? So richtig hartgesottene? Falscher Vortrag hier für Juristen, okay. Mit Juristen mal diskutieren, inwieweit Steganographie nicht auch rechtlich eine interessante Alternative ist für die Länder, wo Verschlüsselung verboten ist. Ja, weil steganographische Anwendung ist erstmal keine Verschlüsselung. Der Text wird nur, oder die Information wird versteckt. Ja. Ja, nicht zuletzt, denke auch ganz, ganz spannendes Thema für alle, die hier sind, öffentliche WLAN-Hotspots. Auch da möchte ich mich nicht drüber auslassen, außer meine pauschale Philosophie, dass ich jedem erzähle, davon die Finger zu lassen, zumindest für kommerzielle Anwendungen. Das Risiko halte ich dafür inakzeptabel. Steganographie, das sind zwei Aufnahmen vom BSI, die veröffentlicht wurden als Muster mal. Ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Anzahl bei diesen Bildern speziell, aber es sind etliche Seiten Text im rechten Bild versteckt, was nicht wirklich schwierig ist. Datenträger, ganz großes Thema generell. Datenträger, der Umgang, hochgradig fahrlässig. Da werden Laptops im Auto gelassen, da werden Laptops, man ist in einer fremden Stadt und dort bei einer anderen Firma und lässt sie über Nacht im Büro oder man lässt sie über Nacht im Hotelzimmer. No go. Geht nicht. Ja. Man kann natürlich, werden sie alle gemacht haben, entsprechend hochwertige Verschlüsselung auf ihrem Laptop, so sollte das ja auch sein. Aber wenn er weg ist, ist er weg. Sie haben den materiellen Schaden und man weiß nicht, ob nicht jemand doch so lange daran rum experimentiert, bis er es vielleicht doch schafft, selbst wenn alles verschlüsselt ist. Ja. Und Datenträger, da haben sie es natürlich heute auch mit USB-Sticks zu tun. Da wird schon großzügig mit umgegangen. Ja. Gibt es jemanden, der keinen USB-Stick benutzt? Oh, na doch, ein Dutzend. Naja, immerhin.
Also, und für alle anderen muss ich sagen, okay, sie haben ihre Informationen darauf natürlich verschlüsselt, ist klar. Ja, Laptops, das Übliche. Wie gesagt, ich will, ist nicht mein Ding, aber ich will es nur mal gesagt haben, der Vollständigkeit halber. Ja, Verschlüsselung, Bootpasswort, ja, Token. Ja, mit dem Token ist so eine Sache, ja. Der ist ja, glaube ich, geknackt worden, ne? Der RSA-Token, oder? Bin ich da richtig informiert? Da war mal vor ein paar wenigen Jahren was. Ja, ich höre keinen Widerspruch. Ist so, ne? Ja, da war was, ja. Also, aber ich denke mal, man beißt sich erstmal eine Weile die Zähne aus. Und wir sagen auch in der Abwehr, dass man, das kommt, glaube ich, dann noch als weiter, oder habe ich gerade schon, Spieldaten. Also das heißt, man hat unter Umständen Daten, die leicht zu knacken sind oder gar nicht verschlüsselt ist, die plausibel klingt, und damit beschäftigt man die Leute eine ganze Weile. Ja, soll doch, das sind Informationen, die klingen glaubwürdig, sind aber nicht wahr. Ja, und egal wer an ihren Wissen, an ihre Informationen ran möchte, den kann man dann eine ganze Weile beschäftigen. Ja, Spieldaten. Ja, das wird im nachrichtendienstlichen Bereich gemacht. Warum soll man das nicht auch tun? Ja. Was für die Profis gut ist, kann so schlecht nicht sein. Ja, zu den öffentlichen Bereichen. Lokale ist ein spannendes Thema. Das gehört auch zu dem Thema. Es kann das Hotelrestaurant sein, es kann die Hotelbar sein. Wenn jemand auf einzelne Personen angesetzt ist, dann wird er so observiert, visuell auch, dass Leute an den Fersen kleben und mithören vom Nachbartisch aus. Da gibt es ganz spannende Technologien. Ich habe eins gesehen auf der Millipol-Messe in Paris. Das ist eine reine, ja, Messe, Fachmesse für Nachrichtendienste, wo die ihre Technik halt, die ganzen Aussteller und Hersteller da sind, wo die ihre Techniken beschaffen können. Und auch so für, ja, geht bisschen ins Militärische rein und auch so verschiedene so Polizeisonderkommandos und so. Und dort habe ich gesehen, da hat ein Hersteller eine Weste angeboten, die hat man sich eigentlich unter einer normalen leichten Jacke auch anziehen können, und die war mit hochempfindlichen Mikrofonen bestückt. Das heißt, da konnte jemand zwei, drei Tische weiter sitzen mit dem Rücken zu ihnen, und er hat jedes Wort verstanden, was ein paar Tische weiter gesprochen wird. Speziell darauf ausgelegt und optimiert. Also das heißt, der Lauscher, der das hören will, was Sie am Tisch besprechen, der muss nicht am nächsten Tisch sitzen. Der kann auch am übernächsten Tisch oder noch weiter weg sitzen. Ja. Und da ist die Wanze auch nicht in ihrer Blumenvase auf ihrem Tisch. Ich mache das immer so zur Belustigung der Anwesenden, wenn ich im Restaurant bin. Sie haben da die übliche Blumendekoration oder jetzt um die Zeit irgendeine Weihnachtsdekoration, und nehme dann schon mal das Trockenblumengesteck und sage dann: Test, 1, 2, 1, 2, Test, Test. Ja, also biegen sich dann immer alle am Tisch, das ist immer ganz witzig. Ja. Also, aber ich möchte damit natürlich auch zum Nachdenken anregen. Ja. Ich versuche auch immer ganz gerne ein bisschen zu provozieren. Ja, also Lokale sollte man natürlich auch immer wieder wechseln, aufpassen mit Vorbestellen, mit Vorreservierungen, nicht den Klarnamen nehmen, nicht die Firma dazu sagen. Da gilt das Gleiche wie bei den Hotelzimmern auch. Ja. Und ganz heikel ist es, wenn Sie Ihre Habseligkeiten, Ihre persönlichen Dinge ja, nicht unter Kontrolle haben. Wenn Sie Ihr Mobiltelefon irgendwo ablegen, das muss ich Ihnen hier bestimmt nicht erzählen, was man innerhalb von ein paar Minuten mit dem Mobiltelefon mit dem Fremden anstellen kann. Und zwar richtig großen Schweinkram. Aber ein paar neue Sachen erzähle ich Ihnen vielleicht doch. Hier habe ich mal wieder ein paar schöne Röntgenbilder. Es gibt präparierte Akkus. Ja, wir wissen, dass wir Smartphones und Windows Mobile 5.0 und alles wunderbar softwaremäßig angreifen kann. Ist ganz toll, und da kommen auch laufen neue Schweinereien raus. Aber was ich auch ganz spannend finde, und das vergisst man nämlich dabei, die gute alte Hardware gibt es immer noch. Ja, und Sie kriegen mittlerweile für viele gängige Mobiltelefone Ersatzakkus zu kaufen, da ist Abhörtechnik drin. Da gibt es spezielle Hersteller. Wir haben zum Beispiel zwei Stück davon in Deutschland. Und da können Sie für zahlreiche gängige Handymodelle Ersatzakkus bestellen mit Wanze eingebaut. Und derjenige, der abgehört wird, das arme Schwein, ja, der lädt das Ding auch noch jeden Tag wieder auf. Ja, und der merkt es noch nicht mal. Ja, am Verbrauch habe ich Verbrauch. Ja, also da ist was dran, natürlich. Nur das ist ferngesteuert. Wir haben es hier bei dem linken nicht. Das rechte ist ferngesteuert. Bitte. Standardmäßig
Ist ein süffisanter Gedanke, so etwas standardmäßig am Werk einzubauen. Also wir haben keinerlei Anzeichen dafür. Ich habe mit Sicherheit bestimmt schon hunderte, ich würde sagen wahrscheinlich tausende von Mobiltelefonen in den letzten Jahren geröntgt. Ich kann also nicht bestätigen, dass sowas irgendwo standardmäßig eingebaut wäre. Aber die Beschaffung ist relativ leicht, wenn Ihnen jemand Böses will. Sie drehen sich rum, nehmen Ihre Jacke von der Garderobe, haben das Handy irgendwo noch auf den Tisch abgelegt, bis Sie sich zurückdrehen, kann der ausgetauscht worden sein. Ja, also wir empfehlen von neu aus der Verpackung zu holen und zu markieren. Machen Sie irgendwelche Kerben, Kratzer oder irgendwas rein. Da können Sie jederzeit noch sicher sein, dass es noch Ihrer ist. Ja. Im Telefon selber? Ja, ist auch ein spannendes Thema. Da habe ich jetzt leider keine Folie mit. Man sieht es auf dem Röntgenbild. Also bei Hardware-Angriffe im Mobiltelefon können Sie auf dem Röntgenbild erkennen. Ja, weil es gibt, wir haben Referenzaufnahmen von allen Modellen und wenn dann die kleinste Veränderung können wir auf dem Röntgenbild sehen. Diese Verantwortung muss ich tragen, dass ich meine Referenzaufnahme unter definierten Bedingungen hergestellt habe. Wenn meine Referenzaufnahme natürlich schon die Manipulation enthielte, gebe ich Ihnen recht, da hätte man ein echtes Problem am Backen. Ein hardwaremäßiger Angriff, der standardmäßig eingebaut ist. Ich würde nachher nochmal drauf zurückkommen. Also wie gesagt, es gibt keine... Mir liegen keine Beweise dafür vor, dass es standardmäßige Hardware-Angriffe gibt. Ich würde jetzt nur eines bitten, ich habe noch zwei, drei Folien, die ich gerne noch, dass wir die Diskussion vielleicht danach noch machen. Ich darf überziehen, hat mir der Andi gesagt, weil danach eine ganz große Pause ist. Und vielleicht schaffen wir dann mit dem Video noch irgendwas zu machen oder so. Ich würde nur geschwind erst die Folien fertig machen, weil sonst kriege ich das gar nicht mehr durch. Merken Sie sich bitte Ihre Fragen, ich will mich nicht drum drücken. Also wie gesagt, Akkus mit Manipulation gibt es zum Austausch zu kaufen. Es gibt allein in Europa eine ganze Reihe führende Hersteller. Man darf sich, falls mal jemand die Gelegenheit hat, so einen Akku auf dem Röntgengerät irgendwo beim Arzt oder wo, die haben ja auch sowas zu legen, wundern Sie sich nicht, ist heutzutage immer Elektronik drin. Das ist nämlich der Laderegler ist da drin. Ja? Also der Umstand, dass Sie Elektronik in einem Akku sehen, das muss noch lange nicht Abhörtechnik sein. Ja, es ist heute normal, dass da Elektronik drin ist. Nur es sollte nicht zu viel davon drin sein. In dem Fall läuft die Übertragung nicht über GSM, das ist völlig unabhängig, sondern da wird eine getrennte Funkstrecke aufgebaut, die nicht das GSM, nicht die GSM-Infrastruktur benutzt. Wenn die eine Hardware-Manipulation im Mobiltelefon drin ist, dann wird die GSM-Infrastruktur verwendet. So ist es allgemein üblich in der Szene, in der Abhörszene. In öffentlichen Bereichen, ganz kurz noch, die letzten paar Folien, keine vertraulichen Gespräche führen. Egal, ob das im Flugzeug ist, Sie wissen nicht, wer in der Reihe hinter Ihnen sitzt. Ob es im Zug ist oder Straßenbahn oder keine Ahnung. Oder wer weiß, ob der Taxifahrer, wenn Sie mit dem Taxi fahren, ist das wirklich ein Taxifahrer? Oder hat man den Zufall nur so lanciert, dass wenn Sie dort einsteigen, genau dieses und nicht ein anderes Taxi dort steht? Ja, also, und das will er unter dem Aspekt, bei professionellen Informationsbeschaffern gibt es keine Zufälle. Von diesem Gedanken müssen wir uns völlig lösen. Und natürlich bei Unterredungen, bei Gesprächen in der Öffentlichkeit, wo Leute mithören könnten, gilt das Gleiche wie am Telefon. Verklausulieren, eigene Codebezeichnungen, Abkürzungen, was auch immer verwenden, jedenfalls nicht den Sachverhalt beim Namen nennen. Sondern da bin ich dann auch durch. Wie gesagt, mehrfach gesagt, das ist der Knackpunkt. Das ist meine ganz, ganz große Botschaft. Und das gilt nicht nur in Hotels, das gilt sicherlich auch in Hotels, weil Hotels sind sehr öffentliche Bereiche. Hotels, da kann jeder kommen und gehen in den Foyers, da laufen die Leute, das hat keiner unter Kontrolle. Das ist Öffentlichkeit. Ja? Und dort kann man Zufälle sehr, sehr geschickt und sehr schön lancieren. Und das typische Beispiel ist nicht nur irgendwo an der Hotelbar. Ja, es gibt prominente Fälle, ja, da hat der vermeintliche Zufall in der Besenkammer geendet. Ja, Sie haben den Fall in Erinnerung.
Grundsätzlich, und das ist eine weitere Faustregel, dass im fremden Bereich, in fremder Umgebung, es sehr, sehr, sehr viel schwieriger ist, die Privatsphäre zu schützen, als in den eigenen vier Wänden. Dort ist es leichter, alles unter Kontrolle zu bekommen. Dort definierte Zustände herzustellen, definierte Rahmenbedingungen herbeizuführen. Und in fremder Umgebung, vor allen Dingen, wenn man sich nur kurzzeitig aufhält, der Aufwand ist auch viel zu groß. Und das wissen auch die Angreifer, dass sie sich dort die Mühe nicht machen werden. Ja, und dort haben die Informationsbeschaffer einfach ein relativ leichtes Spiel, an ihre Daten heranzukommen. Und grundsätzlich, und das nochmal als meine letzte Botschaft in diesem Zusammenhang, prägen Sie sich einfach ein, dass grundsätzlich Hotelzimmer zu den unsichersten Orten überhaupt gehören. Und das beziehe ich nicht nur auf Entwendungen jetzt von irgendwelchen Wertsachen oder so, da natürlich auch, aber auch was die Vertraulichkeit und den Schutz Ihrer Informationen anbelangt. Soweit erstmal dazu, vielen Dank. Und jetzt würde ich mal... Danke. Ich habe eine Idee gehabt, als Sie vorhin erwähnt haben, dass man zur Entdeckung von Wanzen Radar, Röntgen einsetzt. Zum Beispiel bei diesem abhörbaren Telefongeräusch, man könnte den doch einfach wiegen. Die Dinger haben ja ein Standardgewicht und wenn die dann eine Abweichung ist, dann könnte da eine Wanze drin sein. Ja, ja. Ist im Prinzip richtig. Wir haben nur die Erfahrung gemacht, es gibt wieder die berühmte Ausnahme. Und zwar, es gibt eine ganze Reihe Modelle von Telefonhörern, die haben standardmäßig ab Werk ein kleines Eisengewicht drin. Das ist so eine verkaufsfördernde Maßnahme, damit man einfach bei dem billigen Plastikklump, ja, wenn man bei uns sagt, einfach ein bisschen was Solides in der Hand hat. Ein Telefonhörer, der muss ein Mindestgewicht haben, sonst ist er billig und taugt nichts. So, und da machen die ein kleines Eisengewicht rein, sieht man wunderbar auf den Röntgenbildern. Ich finde es immer wieder witzig. Manchmal, da habe ich schon gar gesehen, da waren einfach ein paar dicke Beilagscheiben damit so mit eingepresst in das Plastik. Ja. So, und da, wenn Abhörtechnik drin ist, werden die weggelassen. So, und dann kann man vielleicht kleinere Metallteile wieder reinmachen. Das können Sie so steuern, dass Sie das vom Gewicht her nicht unterscheiden können. Ob je ein Angreifer natürlich so weit geht, ich habe hier einen Hörer, das ist so ein Schulungshörer von uns. Wer macht die Videotechnik hier? Sind alle schon geflüchtet. Haben wir nachher eine Möglichkeit, auf den Beamer zu kommen? Oder hat nicht geklappt? Das ist sehr schade. Ich kann höchstens anbieten, ja, nachher, wer sehr interessiert ist, hier mal vorzukommen, dann kann ich vielleicht im kleinen Kreis noch ein paar Sachen zeigen. Also ich habe hier so einen Schulungshörer, das ist voll Elektronik und bei diesem Hörer ist normalerweise hier ein rechteckiges, so ein quaderförmiges kleines Eisenstück drin. Das wird rausgenommen und stattdessen wird es mit Elektronik vollgepackt. Hier, das hat auch eine autarke Stromversorgung hier und so, dass es im Endeffekt vom Gewicht her wieder hinkommt. Ja, also ich würde da nicht drum wetten, dass das Gewicht sich unterscheidet. Es könnte ein Indiz sein, muss aber nicht. Ja. Wie viele solcher Abhörexperten gibt es denn schätzungsweise in Deutschland? Also wie groß ist denn sozusagen die Zahl derer, die sich mit sowas auskennen und von denen ich mich bedroht fühlen könnte? Das weiß wohl kein Mensch. Ja. Also es ist so, wer beschäftigt sich mit solchen Fragen? Schauen wir es uns mal an. Ich habe natürlich auch mit Behörden zu tun. Ich habe mit Behörden im Ausland zu tun. Ich habe auch mit Behörden im Inland zu tun. Also wir bilden die nicht aus mit, wie macht man den Angriff, sondern wir zeigen denen eigentlich, wie macht man die Abwehr. Warum? Weil es gibt ja auch berechtigte Maßnahmen, weil man brauchen wir uns gar nichts vormachen. Es gibt ganz, ganz schlimme Straftaten, die in der Ecke organisierte Kriminalität angesiedelt sind und wo mit Sicherheit auch adäquate Maßnahmen dagegen gesetzt werden müssen. Ja, davor wehre ich mich auch nicht. Das sehe ich auch als notwendig an in bestimmten Fällen. So, und gerade im Bereich der OK, also der organisierten Kriminalität, sind finanzielle Mittel ohne Ende zur Verfügung, auch genügend Mittel, um eine adäquate Abwehr aufzubauen. So, das heißt, die Mess- und Prüfgeräte, die gibt es auf dem freien Markt zu kaufen und man kann hergehen und kann praktisch, ja, natürlich auch solche Leute überprüfen ihre Räume selber. Wir tun es nicht, würde ich auch nicht machen für bestimmte Personengruppen. Und wir zeigen dann den Behörden, wie die
sagen wir mal, wie weit man mit moderatem Aufwand gehen kann, um Abwehr zu betreiben. So, das bedeutet, ich kann nur den Überblick insoweit bewahren, als dass ich weiß, mit wem wir Berührungspunkte haben. Es gibt Stellen mit Sicherheit beim Bundesnachrichtendienst, die sich eingehend mit diesen Fragen beschäftigen. Die gibt es beim militärischen Abschirmdienst, die gibt es beim Verfassungsschutz, die gibt es definitiv bei den Kriminalämtern. Aber man kann es nicht quantifizieren, man kann nicht sagen, das sind ein Dutzend, zwei Dutzend, das sind paar hundert oder so. Ja, aber ich schätze mal, es wird mit Sicherheit in die Hunderte gehen, die sehr, sehr, sehr viel Ahnung über dieses auf diesem Gebiet haben. Ja? Also dreistellige Anzahl, vielleicht sogar eine hohe dreistellige Anzahl. Bitte. Ja, also das mit den präparierten Akkus hat mich fasziniert. Ich habe mir überlegt, könnte man als Laie so einen präparierten Akku zum Beispiel bei dem Röntgengerät am Flughafen erkennen oder die nicht bitten, dass sie den vielleicht für einen mal röntgen und erkennen? Oder ist es tatsächlich so, dass bei solchen Überwachungen sowas gleich mit überprüft wird? Das tun die doch sowieso und röntgen ihren Akku. Aber die haben nur einen anderen Fokus. Die gucken nicht auf das, was sie interessieren würde. Ja. Also die Röntgengeräte am Flughafen haben dann erheblichen Nachteile. Die liefern, Entschuldigung, wenn ich es auf Deutsch sage, eine Scheißqualität. Und da drauf, das sind im Prinzip Pixelvergrößerer. Also wir haben selber drei Röntgengeräte im Einsatz und wir haben auch ein Durchlaufgerät mit Förderband. Das benutzen wir aber ausschließlich für nicht elektrifizierte Gegenstände. Also wenn ich jetzt einen Blumentopf habe, wo keine Elektronik zu erwarten ist, ja, den kann ich damit röntgen. Ja, genau. So. Und wenn aber da etwas anderes drin ist als solche kleinen Steinchen oder Blumenerde oder so, und das sieht man dann schon, sowas ist nicht symmetrisch und viereckig oder so, und dann nimmt man das andere Röntgengerät nochmal. Vorteil ist, es geht sehr schnell mit diesen Durchlaufgeräten, aber ein Handyakku können Sie damit nicht röntgen, weil das, Sie sehen, da drin ist Elektronik, Sie können die aber nicht verifizieren. Ja, mit dem hochauflösenden Digitalröntgensystem, also wir haben eine Auflösung von 125 µ, also das heißt 8 parallele Drähte auf 1 mm Breite können wir nachzählen, können wir unterscheiden. Und damit kann ich im Prinzip anhand vom Röntgenbild sogar die Schaltung nachbauen oder zumindest Platinenlayout nachbauen. Also wo Sie wir können die Bonding-Drähte in einem Chip sehen auf dem Röntgenbild. Ja, und wenn Sie eine reine Akkuladeschaltung von der Wanze in einem Akku unterscheiden wollen, brauchen Sie also eine höhere Auflösung als die am Flughafen. Ja, es wäre schön. Sie können sehen, ein Keyghost, der in der Tastatur eingebaut ist. Den können Sie zum Beispiel auf so einem Gerät erkennen. Das haben wir also alles getestet. Ja, es gibt eine Einbauvariante vom Keyghost und den sehen Sie. Aber sehr viel mehr dürfen Sie nicht erwarten von diesen Geräten. Die Auflösung reicht nicht aus. Bitte schön. Zu den Do-Not-Disturb-Schildern an den Hoteltüren am Radisson Plaza, dem neuen Hotel, und an Karl-Liebknecht-Straße unter den Linden neben dem Dom, da kommt nach weniger als 24 Stunden Schild draußen, wiederholt eine Putzfrau rein und sagt dann, das wäre zu meiner eigenen Sicherheit. Okay. Das funktioniert dort nicht. Okay, ist eine interessante Variante. Vielleicht ist es auch eine Lehre, die man gezogen hat aus solchen Fällen wie im Marriott Hotel. Ja, weil dort erklärt man sich das ja so. Die haben sich ja dort auch die Frage, auch die Geschäftsleitung hat sich die Frage gestellt, so sagt man. Wie konnte das passieren? Ja, also, ja, und ich meine, dann gab es mal in der Schweiz so einen Zwischenfall, da lag jemand in der Badewanne und so. Ich meine, das sind alles so Geschichten. Ja. Das sind alles so Geschichten, die schon zu solchen Vorsichtsmaßnahmen, deswegen die Argumentation, das tun wir zu ihrem eigenen Schutz, nur nach 24 Stunden so gegebenen Dauerbart ist es dann auch zu spät. Also das lässt ziemlichen Freiraum auch für Spekulationen, ne? Ja, natürlich kann man auch mal nach 24 Stunden, auch die Putzfrau kann gucken, ob jemand die Wände aufhackt. Ja. Ja, ansonsten, was hätte ich Ihnen gerne gezeigt oder zeige es Ihnen noch, wenn Sie später vorkommen. Ich glaube, hier geht es erst in der Stunde wieder weiter, deswegen kann ich mich hier völlig stressfrei nachher bewegen. Also ich hätte Ihnen gerne gezeigt eine Krawattenkamera mit dem Objektiv, was man gar nicht sieht. Und dann hätte ich hier noch dabei eine Kachel mit dem Objektiv mit einem halben Millimeter.
Und dann habe ich hier noch ein paar Wanzen, die sind so in der Größe von einem Reiskorn oder von einem, ja, Größe vom kleinen Fingernagel, komplette Elektronik mit allem drum und dran. Oder eine Videokamera, die ist halb so groß wie ein Würfelzucker. Also so ein paar Sachen können Sie sich hier noch anschauen. Ansonsten nochmal ganz vielen Dank. Ich hoffe, dass es interessant war und dass es Spaß gemacht hat. Dankeschön.